In der Milchviehhaltung ist Klauenpflege ein Wirtschaftsfaktor. Professionelle Klauenpflege kostet zwar nicht wenig, bringt aber unterm Strich bares Geld. Experten gehen davon aus, dass klauenkranke Tiere pro Laktation im Schnitt ca. 500 Kilogramm weniger Milch geben. Eine Pflege der Klauen in regelmäßigen Intervallen ist daher ratsam. Man sollte mindestens zweimal, besser dreimal im Jahr die Klauen prophylaktisch pflegen. Noch besser für das Tier ist, wenn die Kühe am Lebenszyklus geschnitten werden. Das heißt, jede Kuh wird zum Trockenstellen geschnitten, circa 2 Monate nach der Geburt, aber vor der Besamung, damit einer erfolgreichen Besamung keine Lahmheit im Wege steht. Und natürlich muss jede lahme Kuh unverzüglich geschnitten werden. Ganz wichtig ist auch, dass der Leitspruch beachtet wird: Zuchtreife ist Pflegereife. Das, was man beim Jungtier versäumt, bekommt man beim ausgewachsenen Rind nicht mehr hin. Deshalb sollte allerspätestens 2 Monate vor der ersten Geburt das Tier beschnitten werden. Alle Klauenerkrankungen kommen in der hinteren Hälfte der Außenklaue vor, dort, wo der meiste Druck auf die Klaue ist. Heutzutage sieht man natürlich auch sehr viele infektiöse Hauterkrankungen, einerseits am Ballen, im Zwischenklauenspalt, aber auch vorne am Kronsaum. Wenn man sich diese beschnittene Klaue ansieht, sieht man nun, Innen- und Außenklaue müssen nach dem Klauenschnitt plan, also gleich hoch sein. Und dazu muss die Innenklaue geschont werden und die Außenklaue relativ weit beschnitten werden. Hier sieht man einen recht tiefen Defekt an der weißen Linie. Geht so tief, dass sogar schon die Lederhaut betroffen ist. Also ist es ein entzündlicher Prozess, eine geringgradige Wandläsion. Ein Klauenpfleger würde nie von einer Wandläsion sprechen. Ein Klauenpfleger spricht von einer Wandverletzung. Sowas ist zumeist mechanisch bedingt. Wichtig ist hier, dass man den ganzen Defekt so weit freischneidet, dass man überall wieder im gesunden Bereich ist. Diese Kuh hat es natürlich doppelt schwer erwischt. Wäre nur die Außenklaue erkrankt, könnte man auf der Innenklaue einen Klotz kleben, damit die Außenklaue bei der Fußung entlastet ist. Einen Klotz darf man allerdings nur dann kleben, wenn die Partnerklaue, also die Innenklaue, völlig gesund ist. Hier ist die Innenklaue leider Gottes zu weich, um einen Klotz zu kleben. Deswegen kann man bei jener Kuh nur versuchen, mit Hilfe eines Polsterverbandes eine Entlastung der Klaue hinzubekommen. Zuerst wird die Wunde mal mit einer Salbe abgedeckt. Und danach wird die Innenklaue mittels eines Kartons etwas erhöht, so dass die Außenklaue besser entlastet wird. Zuerst bringt man die Watte auf, dann wird jene mit einer elastischen Binde fixiert und in diese Binde wird danach ein Karton eingelegt, um die Innenklaue in Relation zur Außenklaue zu erhöhen. Hier sieht man sehr gut, wie nun die Innenklaue deutlich höher ist als die Außenklaue, so dass der Defekt bei der Fußung den Boden nicht mehr berührt und die Kuh so weit wie möglich schmerzfrei laufen kann. Der Landwirt hat hier also schon zu lange gewartet. Der Heilungsprozess ist nun deutlich länger und der Milchleistungsverlust entsprechend höher.